Ich brauche was zum Fressen. Deswegen fresse ich den Baum jetzt. Erstmal so ein bisschen mal Kopf waschen. Ich muss jetzt Holzbalken suchen gehen. Guck mal, ich habe hier diesen ganzen Skelett fertig gemacht. Es war wieder Fresspause. Ich glaube fest daran, dass ich genauso wie in der letzten Nacht diese Nacht auch frieren werde. Diese Geräusche, die hören sich auf jeden Fall richtig düster und böse an. Leute, nächster Tag ist angebrochen und es ist total kalt. Ich bin die ganze Zeit total am Frieren. Warte, guck mal. Guck mal hier. Die Sonne ist da hinten. Aber weil dieser Hügel die Sonne versperrt, werde ich jetzt da hochlaufen, um mich da oben zu sonnen. Weil die Sonne, die kommt ja später hier runter zu meinem Schlafplatz. Genau das mache ich jetzt. Ich werde da hochlaufen. Da. Ich bin gerade von da ganz unten hier hochgelaufen. Aber genau in diesem Moment, wo ich hier oben angekommen bin, scheint die Sonne nicht mehr so gut. Da ist irgendwie eine Wolke dazwischen. Mir ist voll kalt, ich muss mich aufwärmen. Das ist richtig nervig. Ah, jetzt kommt die langsam. Endlich. Es war noch ziemlich schwach, weil da noch so ein paar Bäume im Weg sind. Also so ein paar tödliche Bäume sind da im Weg. Aber so ein bisschen kommt. So die ersten Strahlen bekomme ich langsam. Und das ist gut. Aber das war eine richtig unangenehme Nacht gewesen mit dieser ganzen Kälte. Hätten wir, ich weiß nicht, mindestens 5 Grad wärmer oder so, dann hätte ich den ganzen Wald zugeschnarcht und hätte so eine richtig geilen Wildschweingeräusche von mir ausgegeben. Ja. Ach scheiße, jetzt geht die schon wieder ein bisschen weiter weg. So als ob da so eine leichte Wolke dazwischen wäre. Solange ich warte, bis diese versiffte Sonne vernünftig scheint, werde ich hier so ein bisschen das hier fressen. Das schmeckt voll bitter. Diese Kleeblattpapiere, die schmecken extrem süßlich. So wie Süßzucker irgendwie so. So, aber nicht ganz so süß, aber irgendwie geht's so in diese Richtung. Wie so eine kleine Süßigkeit. Blaubeeren. Aber Leute, ich stehe hier bestimmt schon eine ganze Viertelstunde hier rum und diese Sonne, die geht ständig weg. Die ist nur vielleicht ganz minimal, ganz kurz da und auch so richtig schwach. Und dann versteckt die sich schon wieder hinter diesen ganzen Scheißwolken da drüben. Die Wolken müssen weg. Ich muss mich aufwärmen. Mir ist immer noch kalt. Und ich will pennen. Ich muss Schlaf nachholen. Aber ich kann in diesen... wie heißt das Ding? Ich kann nicht schlafen, wenn mir zu kalt ist. Ach so, und mir ist nur oben rum kalt. Also unten rum, da wo ich meine kurze Hose habe, hier ist alles komplett abgehärtet, weil ich laufe seit 10 Jahren bei jedem Wetter in kurze Hose rum. Auch bei minus 20 Grad im Schatten laufe ich auch in kurze Hose rum. Und genau, das ist hier ist komplett abgehärtet, da ist mir überhaupt gar nicht kalt. Nur oben rum ist mir kalt. Oben rum bin ich nicht abgehärtet. Und deswegen ist hier oben rum kalt. Geprost! Ich grüße Benjo! Mir ist immer noch kalt, weil diese ganzen Wolken da die ganze Zeit im Weg standen. Und jetzt kommt die Sonne endlich so ein bisschen raus. Und ich habe so lange gewartet, dass die Sonne mittlerweile da unten scheint. Also nicht da, wo ich penne. Da scheint die noch nicht. Also da ist doch zu viel Schatten. Aber da ganz hinten, da unten, also da, wo ich, da, wo ich mich gestern vorgestellt habe. Da unten, da scheint schon die Sonne. Deswegen gehe ich da unten hin. Damit ich hier oben nicht die ganze Zeit warten muss. So, ich bin von da oben genau hier gekommen. Ich wollte gerade schon etwas sagen, weil gerade als ich hier angekommen bin, war die Sonne wieder weg. Aber jetzt ist sie wieder da.
Das heißt, ich kann beginnen, mich endlich mal aufzuwärmen. Zuerst mal. Guck mal hier. Diese versiffte Wolke ist schon wieder vor der Sonne. Ich werde erstmal hier ein Blaubeer fressen. Endlich ist wieder die Sonne draußen. Prüfen, wie lange es dauert, bis mir nicht mehr so kalt ist. Bis ich mich richtig genügend aufgewärmt fühle. So, ich habe mich jetzt genug aufgewärmt und jetzt lege ich mich schon wieder pennen. Für die nächsten 1 bis 2 Stunden. Ein bisschen Schlaf nachholen, weil die Nacht viel zu frostig war. So, ich habe jetzt ein bisschen Schlaf nachgeholt und jetzt gehe ich Steine kaputt machen. Ich habe gerade nur deswegen Steine kaputt gemacht, damit ich hier so eine Spitzen habe, damit ich das hier als Werkzeug benutzen kann. Und jetzt werde ich erstmal einen Baum essen gehen. Ich habe die Rinde weggemacht, mit der zweiten Haut und ich glaube mit der dritten Haut auch. Und die dritte Haut, das kann man fressen. Ja, etwas bitter, schmeckt aber eigentlich eher neutral, so ein bisschen wie Holz. Aber ich glaube, da sollte ganz viel Kalorien drin sein, so dass ich, weil ich habe voll Hunger und so. Ich brauche was zum Fressen. Deswegen fresse ich den Baum jetzt. Ich werde jetzt diese Portion mit zu meinem Dings hin, zu meinem Pennplatz hin machen. Transportieren. Damit ich das nachher noch mehr fressen kann. So, ich bin schon wieder zurück. Und ich habe mein Essen hier hingelegt. Und ich glaube, ich werde jetzt einen versüfften Stein nehmen und den hochtransportieren. Damit ich da mein Fressen drauf lagern kann und nicht auf den Boden hinstellen muss. So ein gerader Stein. Genau, das mache ich jetzt. So, ich habe mir hier einen Stein besorgt vom Fluss, wo ich hier mein Essen drauf platzieren kann. Damit der nicht immer auf dem Boden drauf ist und dreckig wird und sowas. Deswegen habe ich diesen Stein hier geholt. Jetzt erstmal Mittagessen, weil gefrühstückt habe ich Beeren und Kleeblatt und dieses andere Pflanze. Ja, ich merke, dass das so ein bisschen den Hunger stillt. So ein bisschen, auf jeden Fall. Weil ich bin eine verranzte Bazille. Weil ich bin eine richtig verranzte Naturbazille. Weil ich bin eine natürliche Drecksau. Und ich bin ein Gesichtsgesicht. Und durch meine Zahnlücke passt ein Stück Baum durch. Seht ihr? Da ist so viel Platz zwischen. Und gleich nachdem ich so ein bisschen gegessen habe, werde ich jetzt meinen Schlafplatz optimieren. Also ein Dach für einen Schlafplatz bauen. Und ich glaube, ich werde noch ein bisschen Moos sammeln und den in der Sonne trocknen lassen. Ich glaube, das mache ich sogar davor, bevor ich mit dem Dach anfange. So, ich werde jetzt ein bisschen Moos sammeln gehen und den in der Sonne trocknen lassen. So, jetzt lege ich den irgendwo zum Trocknen hin. Genau, hier hin. Ich habe ein bisschen Moos gesammelt, den lasse ich jetzt etwas trocknen. Und später, wenn Dämmerung kommt, dann werde ich diesen Moos zu meinem Schlafplatz hinbringen, damit ich da dann später schlafen kann. Und guck mal, ich habe meinen Fummel ausgezogen, weil ich das liebe, wenn er D3 vernünftig scheppert. Erstmal so ein bisschen meinen Kopf waschen. Und Wasser trinken.
könnte echt so ein Gefäß gebrauchen, wo ich das ganze Wasser ablagern kann, damit ich nicht jedes Mal runter zum Fluss hin muss, um das so mit der Hand zu trinken. Aber ich habe wirklich keine Idee, wie man aus Naturmaterialien ein Gefäß baut. Deswegen werde ich wahrscheinlich die ganzen 7 Tage immer so trinken. Jedes Mal aufs Neue. Das ist ein frisches Wasser. Ein richtig trinkbares Wasser. Ein Wasser, was man saufen kann. Genau, das schmeckt besser als Leitungswasser. Ich muss jetzt Holzbalken suchen gehen. Ich habe ganz viele Äste gerade gefunden und an meinen Schlafplatz hingeschmissen, die ich dann gleich aufbauen werde. Aber jetzt mache ich so ein bisschen Pause mit so einer gekühlten Fußdusche. Aber ich bin sehr gespannt drauf, wie das Endergebnis aussieht. Wie das von außen aussieht oder von innen. Und falls es die Tage regnen sollte, ob mein Kopf nass wird, ob das da runter tropft, ob das auf meinen Kopf drauf tropft, beziehungsweise auf meine Sachen. Ob das regenfest ist. Da bin ich ganz gespannt drauf. So, Pause ist zu Ende. Und jetzt? Und jetzt baue ich mein Zuhause weiter. Guck mal, ich habe hier diesen ganzen Skelett fertig gemacht. Jetzt kommt diese Rinde dran, die ich gestern gesammelt habe. Die werde ich hier dran machen als Dach. Achso, diese Rinde hier, die kommt von diesen ganzen tödlichen Bäumen. Davon habe ich das abgepellt. So, ich habe die Rinde, die ich gestern gesammelt habe, draufgepackt. Also hier und hier. Aber das reicht noch nicht. Das heißt, ich werde gleich schon wieder da ganz hinten zu diesen tödlichen Bäumen hingehen. Also diese tödlichen Bäume. Und da schon wieder die Rinde abreißen. Also abfällen und das hier dran machen. Aber bevor ich das mache, mache ich einmal kurz Pause schon wieder. Fresspause. Weil ich habe hier noch mein Mittagfressen von heute. Der ist noch nicht aufgegessen. Der muss jetzt gefressen werden. Ja, ich muss sagen, dass das hier gar nicht so schlecht ist. Also klar habe ich den ganzen Tag irgendwie so einen leeren Magen gehabt, aber ich habe keinen so einen riesigen Hungergefühl oder so. Also das hat auf jeden Fall gut geholfen, das hier zu fressen. Weil da sollten auf jeden Fall definitiv mehr Kalorien drin sein, wie in irgendwelchen Bären oder Pflanzen oder sowas. Es war wieder Fresspause. Und hier, mein Shelter, der ist noch nicht komplett fertig. Also da oben, da fehlt noch was. Aber ich glaube, bevor ich das hier fertig mache, werde ich diesen ganzen Moos, den ich vorhin zum Trocknen gelegt habe, hierher bringen. Und hier das alles weich machen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Weil als ich vorgestern, bevor ich losgefahren bin, in der Wetter-App geschaut hatte, dann sollte es auf jeden Fall die nächsten Tage nicht regnen. Höchstens vielleicht irgendwie so am 6., 7. Tag sollten irgendwie ein paar Tropfen kommen. Aber heute ist ja Tag 2. Und deswegen, vielleicht bin ich heute zu faul, das hier zuzumachen. Aber das wird noch zugemacht. Also entweder mache ich das später zu oder ich mache das morgen zu. Eins von beiden. Aber erstmal will ich den ganzen Moos herbringen. Das mache ich jetzt. So, hier vorne ist der Moos. Und guck mal, die Sonne geht langsam runter. Das heißt, hier kommen keine Sonnenstrahlen mehr dran. Deswegen glaube ich, dass das schon einigermaßen trocken ist. Und das werde ich jetzt zu meinem Shelter da ganz hinten hinbringen. Dieses Durchfallfarbene da. Genau, das mache ich jetzt. Und jetzt wird der ganze Rest rübergetragen.
Guck mal, die Sonne geht langsam runter und ich habe jetzt meine beiden Pullovers an. Meine beiden Billigpullovers. Irgendwann muss ich den dritten Pullover hier auch noch anziehen. Das wird bestimmt später schon wieder kalt. Aber guck mal. Hier. Ich habe hier drunter Moos hingelegt und dann habe ich eben gerade ganz viel getrocknetes Gras gepflückt. Oder halbwegs, also das ist zumindest ganz trocken. Und das habe ich hier drauf gepackt, damit ich viel, viel angenehmer pennen kann. Im Gegensatz zur letzten Nacht. Das ist viel weicher hier. Das ist richtig geil. Es fühlt sich auf jeden Fall viel angenehmer an. Da hinten, da ist so ein Untergang. Das heißt, das dauert nicht mehr lange und dann kommt Dunkle. Also die Sonne, die geht auf jeden Fall immer weiter runter und die versteckt sich hinter diesen Hügel, sodass ich viel früher Schatten bekomme. Genauso wie wenn morgen früh dann die Sonne von dort aus kommt, dann bekomme ich die Sonne viel, viel später zu spüren, weil wegen diesen ganzen Hügel. Das wird bestimmt wieder total, total nervig sein, so lange auf die Sonne zu warten. Obwohl es eigentlich schon langsam hell wird, aber die ersten Sonnenstrahlen immer noch nicht da sind. Ja, das ist zum Beispiel scheiße an diesem Platz. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe bisher noch keinen Menschen getroffen. Und guck mal, Tiere habe ich hier auch noch keine so wirklich gesehen, außer Vögel und diese nervigen Raupen und so etwas. Ah ja, hier, guck mal, hier laufen auch sogar Ameisen rum. Ah ja, Würmer habe ich auch gesehen, die waren hier auf dieser Rinde drauf. Und ich bin gerade zu faul, den Rest hier zu machen. Also den Dach komplett dicht zu machen. Aber ich bin positiver Dinge, dass es heute Nacht nicht regnet. Deswegen werde ich den Dach erst morgen fortsetzen und richtig dicht machen. Ich glaube, genau so mache ich das. Ansonsten warte ich, bis dann gleich bald Dunkle kommt. Und da gehe ich irgendwann pennen. Und ich finde, hier wachsen zwar ganz viele Blaubeeren, was gut ist, aber da sind viel zu wenig Blaubeeren dran. Man muss immer so viel suchen, um irgendwie überhaupt so eine Beere zu finden. Da wachsen viel zu wenig dran. Und die meisten sind auch viel zu klein. Ich will so eine richtig geilen Fetten haben, die ich da fressen kann. Naja, fresse ich diesen Baum hier weiter. Und ich hoffe, dass in der nächsten Nacht es nicht schon wieder so kalt wird wie in der letzten Nacht. Weil das ist unangenehm, wenn man die ganze Zeit am Frieren ist, beziehungsweise ständig wach wird, weil man sich kurz ausschütteln, also warm schütteln muss. Weil das sonst zu kühl wird, um zu schlafen. Man merkt, dass ich Scheißklamotten, also scheiß Oberteil habe. Die sind viel zu billig, die sind viel zu outdoor-untauglich. Obwohl ich glaube, ich schreibe die Anzahl an Tagen hier drauf. Weil, guck mal, weil ich vorhin die Steine kaputt gemacht habe, habe ich hier so eine schöne Spitze. Damit kann man das hier schön wie heißt das Ding? Ihr wisst, wie das heißt. So, das hier, das steht hier für 2 Tage. Diese Strichliste, wie viele Tage ich gemacht habe, mache ich nur deswegen, damit ich so ein bisschen Orientierung habe. Weil nicht, dass ich aus Versehen einen Tag zu lange mache und die nächste geplante Tour nicht antreten kann, weil ich einen Tag zu spät nach Hause komme. Weil ich muss ja also fast der gesamte Sommer ist bei mir schon so richtig durchgeplant und ich mache eine Tour nach der nächsten. Und wenn ich irgendwie eine Tour zu lange mache, dann kann ich die nächste Tour nicht machen. Und ich muss ja für euch noch mehr Content bringen. Beziehungsweise, ich kann momentan nicht so viel Content bringen, weil ich einfach mit dem Videoschnitt nicht hinterherkomme. Aber damit, wenn die Sommerzeit vorbei ist, damit ich da ganz viel Content hochballern kann. Weil ich diesen Sommer schon richtig viele Touren gemacht habe und die für euch dokumentiert habe. Die liegen alle noch im Videoschnitt.
Es ist dunkel geworden und langsam wird es immer kälter und kälter. Ich habe schon mal einen dritten Pullover angezogen. Und ich glaube fest daran, dass ich genauso wie in der letzten Nacht diese Nacht auch frieren tue. Also jetzt ist das noch nicht so kalt, aber in den nächsten Stunden, da bin ich mir ganz sicher. Es wird wieder so richtig unangenehm werden mit diesem Billigpullover, wo zu wenig Wärme da ist. Und ich bin etwas müde. Ich glaube, ich schlafe jetzt schon. Deswegen penne ich jetzt erstmal. Leute, ich bin schon wieder aufgewacht, weil es schon wieder viel zu unangenehm kalt ist und ich schon wieder so langsam frieren tue. Und ich bin gerade auf die Idee gekommen, hier dieses getrocknete Gras zu nehmen und das so ein bisschen über mich rüberzulegen. Über meinen Körper. Damit das ein bisschen angenehmer wird. Aber ich habe zu wenig getrockneter Gras gesammelt. Das heißt, ich werde morgen noch viel mehr getrockneter Gras sammeln, damit ich mich viel besser zudecken kann. Damit ich vielleicht die darauffolgende Nacht besser pennen kann. Naja, ich werde versuchen, meine dreckigen Gehirnzellen auszuschalten, damit ich pennen kann. Aber es ist total schwer mit diesem ganzen Kalt und sowas. Leute, ich liege hier immer noch frierend rum. Ich schaffe das nicht einzuschlafen. Und da ganz hinten im Wald, also da ganz hinten, da höre ich so richtig, richtig düstere Geräusche. So als ob irgendwie zwei Elche oder zwei Bären oder so miteinander kämpfen tun. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es hier Elche oder Bären gibt. Deswegen tippe ich vielleicht auf Hirsche oder sowas. Und die Geräusche kann ich jetzt auch nicht über die Kamera aufzeichnen, weil das viel, viel zu weit weg ist. Also das höre ich nur extrem leise. Prüfen, ob diese Tiere, die diese Geräusche verursachten, herkommen. Und vielleicht mal eine Stirn lecken oder so. Währenddessen ich schlafe. Ja, aber diese Geräusche, die hören sich auf jeden Fall richtig düster und böse an. So als ob das von richtig großen Tieren stammt. Hier vorne geht's zu Tag 3 von meinem Selbstversuch. Aber falls das noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt hier stattdessen eine Vollfettwanderung, wo ich fast 300 Kilometer zu Fuß gelaufen bin. Das müsst ihr euch alle geben.